Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Dialog Digital. Diesmal habe ich zu Gast Jan Korte, seit 2005 Mitglied unserer Fraktion, auch Mitglied im Fraktionsvorstand und erster parlamentarischer Geschäftsführer. Eine unglaublich unangenehme Aufgabe, glaube ich. Aber Manchmal, ja. Er erfüllt sie mit Leidenschaft, was für alle anderen nicht immer ganz einfach ist, aber das gehört zur Aufgabe dazu. Und was ich ja besonders cool finde, Jan, du engagierst dich ja auch für kleine Bahnhöfe. Ich engagiere mich auch für einen einzigen kleinen Bahnhof, nämlich den Verstehbahnhof in Fürstenberg. Den kannst du irgendwann ja, mal schon viel gerne von gehört, besuchen. Genau. Da haben wir leider die berühmte ehemalige Bahnhofskneipe umgewidmet. Die ist also keine mehr, sondern jetzt ein Makerspace, ein Bildungsort für Kinder und Jugendliche. Ja. Darum soll es heute aber nicht gehen. Über digitale Bildung habe ich mit Norbert Müller schon gesprochen. Wir haben heute ein anderes Thema. Wir wollen nämlich über zwei Sachen reden. Einmal über Transparenz in der Politik, insbesondere hier im Bundestag, und über das große Thema, wer trägt eigentlich die Lasten dieser Krise. Zu Abgeordnete und Transparenz ist ja bekanntlich ein weites Feld, ist ein Thema, das mich schon seit 2007 beschäftigt, also schon sehr lange vor meiner Zeit hier im Bundestag. Da geht es ja um alles von Lobbyterminen, von Spenden, von Parteienfinanzierung, Nebeneinkünfte, also weites Feld. Gerade die letzten Wochen und Monate waren ja da durchaus von der einen oder anderen Schlagzeile geprägt, die wir nicht nur überrascht zur Kenntnis genommen haben, weil so ein bisschen strukturelles Problem scheinen ja da zum Beispiel die CDU-CSU-Fraktion schon zu haben. Eins dieser Probleme will gerade Kanzler werden und heißt Armin Laschet und hat ausgerechnet für die Firma, bei der sein Söhnchen Model gespielt hat. Zufällig. Ganz zufällig. So ein 40-Millionen-Euro-Auftrag für völlig nutzlose Masken an Land gezogen. Finde ich ja wirklich ein bisschen anrüchig. Das, was wir als Maskenaffäre dann alle in der Tagesschau verfolgen konnten, das hat ja am Ende mehrere MdB-Köpfe bzw. Mandate gekostet. Nüsslein, Sauter, Löbel, man muss schon auf den Zettel gucken, genau, weil das langsam zu viele werden. Man merkt sich das gar nicht alles. Teilweise haben die 500.000 Korruptionsprovisionen eingestrichen dafür, dass sie irgendwo Maskenaufträge geholfen haben zu platzieren. Dann gab es diese Aserbaidschan-Affäre, da hängen auch wieder gleich eine ganze Handvoll Abgeordneter dran, wieder der CDU, CSU, gegen einen ermittelt sogar der Staatsanwalt in Frankfurt am Main. Wir drücken die Daumen, dass die Ermittlungen erfolgreich sind. Und dann gibt es den Philipp Amthor, der mal so auf MdB-Briefpapier als Wirtschaftsministerium schreibt und da eine Firma nahelegt, bei der er völlig zusammenhanglos einen Direktorenposten hat, teure Reisen bezahlt kriegt und Parkzinnoptionen. Aber wenn ich mich nicht irre, vielleicht hast du es auch mitgekriegt, ist der nicht wieder auf Platz 1? Der ist jetzt Spitzenkandidat für die CDU in MV, ist unfassbar. Ist offenbar gar kein Problem, Gar kein Problem. Es sind aber offensichtlich keine Einzelfälle mehr, was natürlich ein Problem für die Demokratie ist. Wir haben ja eine weiße Weste. Spenden vom Firmen wollen wir gar nicht haben. Lobbyisten können uns in der Regel nicht so gut leiden. Also jedenfalls nicht die, die von großen Firmen kommen. Aber bevor wir darüber reden, was wir denn eigentlich alles anders haben wollen, beschreib du doch mal, was ist denn jetzt gerade der Status quo? Die CDU, CSU will ja da so Transparenzinitiativen. Was machen die denn da? Na, zunächst schwätzen sie viel. Und das Problem ist ja, dass es Initiativen für mehr Transparenz, für Lobbyregister, für vollständige Offenlegung, die gibt es schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, und es ist immer an der CDU-CSU gescheitert. Ach, was für ein Zufall. Ja, genau, was für ein Zufall. Und ich meine, die große Sauerei ist ja jetzt erst, wo wirklich die Hütte brennt, und zwar von unten bis oben. Da sind sie jetzt bereit, irgendetwas zu machen, nur es liegt bis jetzt ja noch nichts weiter vor. Also wir hatten die großen Ankündigungen und wir haben ja als Linke einen Gesetzentwurf gemacht, der das, was als Maskenaffäre abgelaufen ist, das hätte der unterboten, weil wir haben eine ganz einfache Formulierung gewählt. Bezahlte Lobbytätigkeit für Abgeordnete ist verboten. Punkt. Eine ganz einfache, saubere Regelung. Das haben Sie ja versucht, oder das haben Sie sogar erfolgreich geschafft, es zu verhindern, dass wir darüber im Bundestag abstimmen. Und ich habe ja, weil wir schlau sind, Ihnen gesagt, naja gut, ich kann ja verstehen, dass Sie aus ideologischen Gründen keinem Antrag der Linken zustimmen wollt. Du kennst das ja jetzt seit vielen Jahren, diese Scheiße. Und haben gesagt, okay, ich bin bereit. Ich habe die also angeschrieben, formvollendet, gesagt, wir ziehen unseren Gesetzentwurf zurück, weil ihr sagt,
sagt ja, dass ihr das auch unterbinden wollt und dann machen wir einen gemeinsam. Und da habt ihr nicht mal das Problem, dass ihr am Antrag der Linken zustimmen müsst. Das Traurige dabei ist, es gab nicht mal eine Antwort. Weder von der CDU/CSU, das war erwartbar, noch keine von der große SPD. Und deswegen viel Geschwätz und wir wollen mal gucken, ob jetzt in der nächsten Woche endlich mal was vorliegt. Und da werden wir natürlich sie auch mit quälen und weiter nachfragen. Was hätten wir denn gern und auf wann, also vor allem wie und was haben wir denn eigentlich schon alles probiert? Na, wir haben ja mehrere Geschäftsordnungsanträge. Ja. Wir haben Gesetzentwürfe, also bezahlte Lobbyarbeit zu verbieten. Wir wollen endlich ein Lobbyregister haben und zwar nicht so ein Lobbyregister light, sondern wir wollen genau sehen, dass die Leute nachvollziehen können, an der und der Stelle hat ein Lobbyvertreter Einfluss auf Gesetzgebung genommen. All das könnte man ja machen. Wir wollen, dass alles ausgewiesen wird, was verdienen Abgeordnete eigentlich nebenher. Dass das jeder nachprüfen kann, das ist die entscheidende Frage. Das ist das, was man gesetzgeberisch macht. Und eins, Anke, will ich dir noch dazu sagen, man muss ja mal drüber nachdenken. Also für die, die sich damit ein bisschen auskennen, war das jetzt nun nicht sonderlich überraschend. Also dass das so pervers ausgerechnet in der Pandemie sich genau, das ist schon wirklich sehr abartig gewesen. Ja. Aber wenn du mal in die Geschichte der CDU, auch gerade Westdeutschland, guckst, die Flick-Affäre, dann Gestalten wie Gauweiler, der hat ja ein paar Millionen, also ein bisschen, elf Millionen musst du dir reinziehen. Völlig krank, also ich verstehe auch nicht, wie man die Zeit dazu findet, 11 Millionen als Abgeordneter nebenbei oder was wie er verdient hat. Das kann ich alles überhaupt nicht verstehen, aber eins zeigt es natürlich ganz deutlich. Ja. Und das ist wichtig, nochmal zu sehen, in was für Kreisen bewegen sich eigentlich diese Leute? Das ist so diese kleine Untertanensucht, wie das wohl bei den deutschen Konservativen ist, bei den Oberen, bei den Konzernbossen, bei den Herrschenden mitzuspielen. Und sie merken gar nicht, dass sie letztendlich nur die Suppenkasper sind in diesen Kreisen, aber sich dann noch damit die Taschen vollstopfen. Also das hat mich dann wiederum auch überrascht, in welcher Dimension das ist. Und das Hauptproblem ist ja dabei, neben dem, was da läuft an Korruptionsfällen und anderen, dass in der Pandemie, wo Leute in Kurzarbeit sind, nicht wissen, wie sie durch den Monat kommen, Zukunftspanik haben, dass gleichzeitig ausgerechnet in der Situation es Abgeordnete der CDU/CSU gibt, die sich damit bereichern. Das musst du dir mal reinziehen. Und das beschädigt natürlich die Demokratie in einer Art und Weise, und zwar uns alle, das Parlament in Gänze. Und das ist ja das eigentliche Problem. Und so ein Gesundheitsminister hat ja in der Pandemie möglicherweise auch ziemlich viel zu tun, aber man kann ja für 9.999 Euro ein Dinner bei ihm kaufen. Ja, das, da kommt doch noch dazu. Weißt du, hier werden die härtesten Ausgangsbeschränkungen. Na, du musst, genau, ja. Also, wenn du 10.000 Euro und 10 Cent oder so hast, dann musst du das ausweisen. Wenn du 9.999 hast, dann nicht. Ja, komisch, ne? Also, da musst du auch mal reinkommen. Hier werden die härtesten Maßnahmen im privaten Bereich beschlossen. Ja. Leute sollen sich nicht mehr treffen, sollen zu Hause bleiben, etc., etc. Und der Gesundheitsminister hat allen Ernstes in so einer Zeit und Bock, auf so einer Party abzuhängen, wo dann zufällig an seinen Kreisverband gespendet wird. Das ist schon wirklich der Hammer. Also, das hätte ich dann auch nicht für möglich gehalten. Da erinnere ich mich auch, vor kurzem ist doch auch die Büroleiterin von Doro Beer, Staatssekretärin im Kanzleramt für Digitalisierung, Digitalisierungsstaatsministerin, auf einen neuen Job gewechselt. Die macht jetzt Europa-Lobbyistin für Facebook. Da habe ich übrigens mal eine schriftliche Frage gestellt und habe gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus? Die hat ja ihr Adressbuch mitgenommen und ihre guten Kontakte. Würde man da jetzt eventuell die Zusammenarbeit oder das Kontaktverhältnis zu Facebook, würde das in irgendeiner Art und Weise beeinflussen? Und da kam eine sehr lakonische Antwort zurück, richtig. Also wir haben ein paar Worte mehr dafür gefunden, aber es faktisch stand da drin, Wir machen es genauso weiter. Aber das ist ja auch wichtig sozusagen, dass du bei diesen Themen da dran bist, bei dieser ganzen Fragen Digitalisierung. Das hat natürlich ganz klassisch auch was mit Kapitalismus zu tun. Wer hat die Verfügungsgewalt eigentlich darüber? Und diese Verquickung zwischen der Politik hier. Wer ist Freund von wem? Genau, wer ist Freund von wem? Und das ist natürlich gerade in diesen Fragen extrem wichtig, dass wir da als Linke auch weiter voll am Ball sind. Ne? Warum ist denn das wichtig, dass wir die Änderung durchkriegen? Das ist schon mal angesprochen, ist wichtig für Demokratie. Ja, ganz, ganz grundsätzlich. Ich meine, du kriegst das ja mit, was weiß ich, wenn du in Fürstenberg oder was weiß ich so, wo du so unterwegs bist, kriege ich ja bei mir auch in Sachsen-Anhalt mit. Du quatschst ja mit den Leuten und du merkst ja, dass die Akzeptanz für dieses parlamentarische System, was von allen Schlechten das Beste ist, was wir bis jetzt hatten, um das auch einmal zu sagen. Aber die Akzeptanz schwindet ja. Also du merkst ja, die Leute sagen ja, ihr seid alle gleich.
Ich muss mir denen immer erklären, ja, das stimmt einfach nicht. Also, weil wir Linken sind bestimmt nicht mit der CDU, CSU zu vergleichen. Auch gerade in der Lobbyarbeit. Weil wir, genau, wir hängen nicht auf den Champagnerpartys ab wie die anderen. So, das machen die anderen. Und deswegen ist das ja ein Problem, dass das die Demokratie insgesamt in einer Art und Weise beschädigt, was natürlich auch Wasser auf die Mühlen der Faschisten und der Rechten ist. Und deswegen ist das ja nicht nur eine parteipolitische Angelegenheit, sondern deswegen ist es eine ganz grundsätzliche Angelegenheit. Und deswegen haben wir, würde ich sagen, nicht mehr nur eine Corona-Krise, sondern wir haben jetzt mittlerweile wirklich auch eine Krise der Demokratie. Das kann auch dazu führen, wir haben ja schon vor Jahren von Politikverdrossenheit gesprochen. Jetzt habe ich Angst, dass sich das in eine Demokratieverachtung entwickelt. Richtig. Und dann wird es halt richtig gefährlich. Genau, richtig. An der Stelle lese ich mal ein Zitat aus einem großartigen Buch vor. Eigenwerbung. Also, ja, nur zu. Heißt, also das ist nicht mit Selbstgerechtigkeit zu tun. Das heißt, Mauern einreißen ist schon von 2014, aber manche Dinge ändern sich ja gar nicht über Nacht. Das kann man, glaube ich, in dem einen Satz, den ich mal vorlese, ganz gut erkennen. Kommt aus einem Kapitel, Blätter. Das heißt, Parteien als Selbstbedienungsladen für die politische Klasse. Eine Hälfte des Problems ist die grundsätzliche Intransparenz, wie und von wem Gesetze von der Entstehung bis zur Verabschiedung beeinflusst werden. Hierbei spielen die Lobbyisten verschiedenster Interessensgruppen eine immense Rolle. An Lobbyismus ist nichts grundsätzlich Falsches. Es gehört zum Wesen einer Demokratie, dass bestimmte Gruppen ihre Interessen zu Gehör bringen und sich für eine Politik einsetzen, die sie unterstützt. Aber in einer Demokratie sollte jeder wissen können, wer wen und wie beeinflusst hat. Genau. Und es sollte nicht der den größten Einfluss haben, der über die meisten Ressourcen verfügt. Sonst wäre unser Parlament ein Basar, auf dem man Gesetze kaufen kann. So eine Demokratie kann niemand wollen. Ja, auf den Punkt, Anke. Stört nicht nur die Leute auf da draußen, sondern auch uns, weshalb wir da weitermachen können. Das kannst du übrigens behalten. Ach, das ist gut. Vielen Dank. Ich habe auch eins geschrieben, das übergebe ich dir dann auch demnächst. Nachträglich, genau. Okay. Ja, aber das ist der Punkt. Ein ganz aktuelles Beispiel. Bundesverfassungsgericht kippt den Berliner Mietendeckel, der hier Tausenden von Leuten geholfen hat, dass sie in ihren Wohnungen bleiben können, dass die Mieten hier nicht weiter steigen, wie irre. Und da muss man sich mal angucken, dass die Immobilienwirtschaft ja insbesondere die CDU in Berlin immer sehr gut gesponsert hat. Da weißt du, wie etwas zustande kommt. Wer klagt gegen den Mietdeckel? CDU und FDP. Das muss auch jeder wissen bei den kommenden Wahlen, wer hier auf Seiten der Mieter ist und wer auf Seiten der Vermieter. Das ist nochmal ein gutes Beispiel dafür. Und wir werden ein weiteres Mal versuchen, das über die Bundesebene zu regeln, weil das war ja die Aussage des Verfassungsgerichts, dass das Land das nicht entscheiden soll, sondern der Bund. Der Bund, genau. Wir werden es wieder versuchen. Immer wieder, genau. Hoffe, wir schaffen es. Niemals aufgeben. Genau. Nein, das tun wir nicht. Das bringt uns aber direkt zum zweiten Thema, nämlich wer entscheidet eigentlich in so einer Krise und wer bezahlt? Ist ja eine ganz besondere Situation. So Pandemie haben wir jetzt auch nicht jedes Jahr. Und da stellen sich ja am Ende zwei Fragen. Wer trifft eigentlich diese vielen wichtigen, zum Teil auch extrem harten Entscheidungen mit nicht nur kurzfristigen schweren Folgen, sondern auch langfristigen schweren Folgen? Und wer trägt eigentlich diese Lasten, die damit verbunden sind? Das ist ja doch sehr ungleich verteilt. Vielleicht die erste Frage zuerst, wer bestimmt eigentlich? Da haben wir ja diverse Konflikte zwischen Parlament will was zu sagen haben, Exekutive will was zu sagen haben. Wir haben den Bund versus die Länderebenen, wo also es unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wer da wie viel entscheiden soll. Das ist auch gar nicht so trivial, weil es geht ja, wie gesagt, um harte Entscheidungen, die auch in Rechte eingreifen, auch in Grundrechte. Und für die Akzeptanz solcher Entscheidungen spielt nicht nur die Entscheidung eine Rolle, sondern auch der Prozess. Auf welche Art und Weise, mit welcher Legitimierung diese Entscheidung überhaupt zustande gekommen ist. Deswegen wüsste ich gern, was sind denn unsere Vorstellungen der Linksfraktion? Wie sollten denn solche Entscheidungen idealerweise zustande kommen? Und wie bewertest du den Prozess, wie es tatsächlich ist? Naja, wir haben ja jetzt die Situation, dass diese dubiosen Ministerpräsidentenkonferenzrunden, die sind ja gescheitert. Diese nächtlichen, das ist ja für eine Demokratie ein absurder Vorgang gewesen. Ja. Erstens ist dieses Gremium gar nicht in der Verfassung vorgesehen. Natürlich sollen die sich miteinander austauschen. Aber allein wie das abgelaufen ist, hinter verschlossenen Türen,
Wir sind immer dafür, dass das... Aber die Bild hat immer live berichtet. Ja, die haben live getickert. Ja, ja. Der weiß doch auch Bescheid, mit wem die so abhängen. So, wir haben immer gesagt, das muss im Parlament geschehen. Und zwar aus einem entscheidenden Grund. Weil im Parlament tagen wir hier öffentlich, wie jeder sehen kann, bei Phoenix oder im Netz oder wie auch immer. Und diese MBKs immer hinter verschlossenen Türen. Das ist der erste Grundsatz. Es muss transparent sein, damit die Leute es nachvollziehen können. Wir wollen ja auch wissen, das interessiert ja sogar uns als Parlamentarier, wer berät die eigentlich so? Welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind da? Ich habe jetzt mal einen ganz außergewöhnlichen Vorschlag gemacht und habe gesagt, warum machen wir nicht Folgendes? Jede Fraktion darf, also analog zu ihrer Größe, mal zwei Wissenschaftler vorschlagen, die im Plenarsaal des Bundestages zur besten Sendezeit mal ihre Vorstellungen als Sachverständige darstellen, zu sagen, Leute aus der Bildungspolitik, dann natürlich Leute, die sich mit Gesundheit auskennen, aber auch Ökonomen, damit die Bürgerinnen und Bürger mal sehen können, was gibt es dort auch in der Wissenschaft für Meinung, weil so ist das ja alles völlig dubios, das wurde leider abgelehnt von der CDU, CSU und der SPD, aber das ist das Entscheidende, denn eins, Anke, ist ja entscheidend, die Pandemie bekämpfen wir nur, wenn die Leute mitmachen, wenn sie Akzeptanz haben. Und diese Akzeptanz sinkt und das hat diese Koalition zu verantworten durch ihr Geschacher, durch dieses Gefalsche zwischen einer Seite Drängler und Bremsern. Mhm. Da blickt ja kein Mensch mehr durch. Siehst du, wenn du... Ich habe meinen Wahlkreis in Sachsen-Anhalt. Ja. Bin hier im Bundestag mit dir zusammen in Berlin regelmäßig. Und dann habe ich noch einen Garten in Brandenburg. Wenn ich all die Bestimmungen, da muss ich am Auto einen Aktenordner dabei haben, um zu wissen, wo gilt eigentlich was. Oder genau, das ist ja ein absurder Zustand. Und so wie die das jetzt machen, versemmeln sie es. Ne? Und hinzu kommt dann ja noch dieses ganze Impfdesaster. Es ist ja einfach nur ein Desaster und du fragst dich ja schon, übernimmt dafür eigentlich irgendjemand Verantwortung? Aber das scheint ja die mittlerweile Antwort ganz... Die Antwort weiß genau, ja, die ist, das ist out. Verantwortung zu übernehmen ist ganz out bei dieser Bundesregierung. Also... Man könnte sie dazu zwingen, mit einem entsprechenden Wahlzettel bei der Bundestagswahl. Das ist das Ziel, was wir haben, genau. Nur so geht's. Auch meins. Genau. Das eint uns. Das eint uns. Letzte Frage. Wer trägt denn eigentlich die Lasten? Auch da gibt es ja natürlich eine unterschiedliche Belastung. Es gibt ja auch nicht nur Belastung. Es gibt ja auch ganz eindeutig Profiteure dieser Pandemiekrise. Nicht nur MdBs werden etwas reicher, einige zumindest. Genau. Viele nicht. Einige. Es gibt aber auch zum Beispiel große digitale Plattformunternehmen, die den Reibach ihres Lebens machen. Amazon zum Beispiel im vierten Quartal 2020 seinen Gewinn verdreifacht. Facebook hat 30% Zuwachs des Gewinns gehabt. Das sind Margenzuwächse an Gewinn. Der Gewinn war ja nicht klein. Das ist ja ein Wachstum auf hohem Niveau. Richtig. Das sind also 30% nochmal eine ganz andere Nummer. Da geht es am Ende um Milliarden. Aber auch Supermärkte haben es wahrscheinlich gerade nicht schlecht. Ne? Aber so der andere Einzelhandel, kleine Selbstständige, die Kneipen, Gastronomie, die Tourismus, Kultur, Kunstbranche. Richtig. Also es gibt ja einen Haufen Branchen, da geht gar nichts mehr. Richtig. Die haben keine Arbeit und dann auch kein Geld. Und dann gibt es natürlich welche, die zum Beispiel alleinerziehend sind, vielleicht zu Hause arbeiten müssen wegen Homeoffice, aber ihre Kinder da noch da haben und es mit niemandem teilen können. Dann gibt es welche, die kriegen ihre Miete nicht mehr bezahlt, weil sie vielleicht solo selbstständig sind, keine Einnahmen haben. Die schützt irgendwie keiner. Also es gibt eine sehr große Ungleichverteilung von wer profitiert und wer trägt eigentlich die Lasten. Und mein Eindruck ist, es ist irgendwie wie immer. Die Reichen werden wieder reicher, die Armen werden wieder ärmer. Und eigentlich wäre es ja Aufgabe der Politik, da auch für einen gewissen Ausgleich zu sorgen. Da ist jetzt meine Frage vor diesem Hintergrund. Wie bewertest du denn, was für eine Note könnte man fragen, wie bewertest du allgemein die Leistung oder Fehlleistung der Bundesregierung, dabei da einen Ausgleich zu schaffen? Ja, das ist nicht nur mangelhaft, das ist ungenügend. Denn du hast es ja gerade erwähnt, nur eine Zahl. Während der Pandemie sind in Deutschland 58.000 Millionäre neu dazugekommen. Das musst du dir mal reinziehen. Wo Leute nicht mehr wissen, 58.000, die Zahl der Milliardäre ist sogar gestiegen. Du musst dir das reinziehen, wenn du Leute siehst, Reinigungskräfte, Müllwerker, Leute, die an der Kasse sitzen, die im Pflegebereich sitzen. Du musst dir mal reinziehen, die sich im wahrsten Sinne des Wortes um ihre Gesundheit abschuften und gleichzeitig dieser exorbitante Reichtum. Du machst da ja in deiner Arbeit immer wieder darauf aufmerksam, gerade was Amazon, den Onlinehandel und so angeht, da muss man doch mal was abholen. Da bin ich übrigens auch, wir sollen ja auch mal gute Nachrichten hier verbreiten, da bin ich ja sehr interessant, dass die neue US-Regierung unter Präsident Biden angekündigt hat, wirklich überraschend, toll zu sagen,
wir müssen international jetzt hier zugreifen. Das kann so nicht weitergehen. Mhm. Das macht mir ganz große Hoffnung. Wer hätte das gedacht? Mhm. Da ist ein US-Präsident weiter als diese Flaschen in der Bundesregierung. Also und das macht mir absolut, genau. Genau, es sind US-Firmen. Also das macht mir natürlich ein bisschen Hoffnung. Und wir haben ja einen ganz konkreten Vorschlag, das ist laut Grundgesetz auch durchaus möglich, dass wir eine einmalige Vermögensabgabe von den Superreichen. Naja, wir sagen, eine einmalige Vermögensabgabe ist was anderes als eine Vermögensteuer, die ja sozusagen konstant geht, sondern wir sagen, da haben wir ja sogar ein Gutachten vom DIW noch machen lassen, dass wir sagen, wir wollen einmal, und zwar über Jahre verteilt. Also wir gehen jetzt nicht hin und nehmen denen alles weg. Die werden weiter ihr Geld nicht mehr zählen können. So viel ist das, dass man da ein bisschen was abholt. Erstens bringt das was in den Staatshaushalt und wir brauchen jetzt das Geld. Und zweitens hat Politik ja auch immer was mit Symbolik zu tun. Ist es so, wie du das eben beschrieben hast, und so empfinden doch jetzt schon die Leute, die Kleinen müssen wieder zahlen, wie immer. Das macht sich so eine Lethargie ja auch breit in diesem Land. Und deswegen hat Politik ja auch viel damit zu tun, mal ein Zeichen zu setzen. Wir machen es jetzt einmal anders, dafür ein Vorschlag der Vermögensabgabe. Wir haben die Vermögensteuer, die gab es unter Kohl. Oder? Nein, nein, eine Vermögensteuer gab es unter Helmut Kohl. Der Spitzensteuersatz. Der war bei Helmut Kohl bei 53%. Das ist ja nun kein Kommunist gewesen oder sowas. Helmut Vielleicht Kohl. Doch. Ja, man weiß ja. Heutzutage weiß man das alles nicht mehr. So, also das ist ja etwas, was man alles machen könnte. Und dafür kämpfen wir. Und die entscheidende Auseinandersetzung bei dieser Bundestagswahl geht es um die Schlüsselfrage, die Umverteilung, die Konzerne an die Ketten zu legen und, wenn man so will, den einfachen Leuten das Zeichen zu geben, es geht anders, es sind Alternativen möglich und das steht und fällt nur mit einer starken Linken. Selbst wenn man die Linke irgendwie jetzt nicht so toll findet, was ich jetzt nicht verstehen kann, aber das soll es ja geben, ist aber ein starkes Ergebnis für die Linken natürlich von entscheidender Frage, weil wir sind die Partei der sozialen Frage, der Umverteilung von oben nach unten. Dafür stehen wir. Dafür stehen nicht die Grünen. Dafür stand früher die SPD, tut sie schon lange nicht mehr. Mhm. Und von der CDU, CSU, da haben wir am Beginn unseres Gesprächs drüber gesprochen, die kannst du mal gleich in der Pfeife rauchen in dieser Frage. Und deswegen kämpfen wir da ja zusammen um starkes Ergebnis, natürlich auch in Brandenburg. Und deswegen hoffe ich auch, dass wir in der nächsten Legislaturperiode weiter zusammen hier kämpfen werden. Wir werden uns Mühe geben. Also genau. Wenn es nach uns ginge, würden ja auch Kurzarbeiter von Daimler künftig gerettet werden. Genau. Aber wir würden wahrscheinlich nicht erlauben, dass dann nebenbei eine Dividende ausgeschüttet wird. Richtig, genau. Oder? Das wäre genau. Dann der richtig. Unterschied. Genau, das ist der das Unterschied, das, macht es aus. Genau. Das Linke ausmacht. Genau. Genau. Ja, das waren wichtige Themen, die wir im Schnelldurchlauf mal abgehakt haben, die uns vermutlich auch, wenn wir beide wieder drin sind, in der nächsten Legislatur noch beschäftigen werden, denn die Lasten werden in die Zukunft verlagert. Da wird also viel zu tun sein. Wir werden beide so oder so weiter dranbleiben, uns gegen Ungerechtigkeit stellen und hoffentlich ein bisschen dazu beitragen, dass die CDU aus der Regierung fliegt. Genau, ja, das wäre schön. Das wäre eine sehr schöne Sache. Insofern sage ich dir vielen Dank, Jan. Danke auch. Fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren zu diesen Themen. Falls du die Vorgänger-Digital-Dialoge anhören möchtest, es gab schon einen zu digitaler Bildung mit Norbert Müller, es gab schon einen zu Digitalisierung in Kommunen mit Tobias Bank und es gab einen zu gemeinwohlorientierter Digitalisierung mit Katja Kipping. Mhm. Da kann man also sich das gerne nochmal anhören. Und ansonsten wünsche ich dir einen guten Wahlkampf. Ich dir auch. Genau, in diesem Sinne. Und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haltet Abstand, tragt Maske. Bis es vorbei ist und das ist hoffentlich bald.